von der Motorisierung her ist der Touran sehr interessant. Das ist ein 1,4 Liter Motor, hat glaube 150 PS. Er zieht recht. Also ich sehe keinen grossen Unterschied zu meinem Diesel 2 Liter Motor, der 180 PS hat. Ist von der Übersetzung her mit dem DSG-Getriebe eigentlich nicht nennenswert, was man an Unterschied merkt. Das Einzige, was man höchstens merkt, ist vielleicht beim Anfahren, dass er vielleicht nicht gerade so dynamisch am Anfang zieht, wenn man anfährt. Aber man redet hier von einem Familienfahrzeug und nicht von einem Sportauto. Sonst vom Handling her ist es absolut ebenbürtig, eine super Ausstattung aus dem VW-Konzern. Sehr direktes Lenkverhalten, also spricht eigentlich immer gerade so auf die Situation an, wie man es bedient hat. Sehr satte Top-Bremsen, lenkt sehr agil und ist nicht ein Auto, das irgendwie umschwankt und einen hin und her baumeln lässt.